Ein bisschen wackelt es immer. Zeig mal die Küche, was haben wir hier so? Erklär mal. Also hier haben wir einmal die Kochplatten. Hier haben wir einmal eine große Kipppfanne zum Braten und Soßen kochen. Dann haben wir einmal unsere Knetmaschine zum morgens zum Brotbacken, Brötchen machen, für Kuchen und was man auch immer mit Teigen macht. Und dann haben wir noch einmal unseren Konvektomaten, den wir jeden Tag benutzen, um zu kochen, zu backen, Sachen einfach noch heiß zu machen oder wieder zu weiter zu benutzen. Also ich würde sagen, es kam gerade die Rückmeldung, dass es auf dem Schiff jetzt auf dem ganzen Turn bisher das Lieblingsessen von den Schülern war, das was wir heute Abend gemacht haben. Das heißt Pulled Pork Burger mit Pommes und hausgemachten Soßen. Danke, Männer. Von morgens Brötchen backen bis abends dann wieder die Küche sauber machen, ist einmal der ganze Tag gefüllt. Also von morgens früh um 5 bis abends um 8 sind wir im Einsatz, um hier Essen und Kleinigkeiten auf den Tisch zu zaubern. Also wir sind beides sehr, wie sagt man, passionierte Köche. Und ich arbeite in einem Restaurant, bin nicht gelernt, aber dadurch, dass ich halt die Erfahrung aus dem Restaurant habe, war das für mich ja kein leichtes, aber war ein Arbeiten, mit dem ich schon so vertraut bin, mit Vorbereitung, mit Essen rausgeben, buffetmäßig. Das ist dann schon sehr angenehm. Sie brauchte einen Koch und dann ist sie auf mich zugekommen und ich habe gesagt, ja, alles klar. Die Herausforderung nehme ich an. Daran werde ich bestimmt Spaß haben und war auch so. Wir machen mal eine Stunde Pause. Mittagspause. Wir machen mal ein Päuschen. Und dann geht's wieder von vorne los. Genau. Ich bin nicht wirklich seekrank geworden. Ich hatte ein, zwei Tage, wo mir ein bisschen schwummrig war. Aber mit den Schülern hat es extrem viel Spaß gemacht, mit den Lehrern macht es extrem viel Spaß. Auch die Stammcrew ist im großen Teil extrem freundlich und man hat einfach Spaß zusammen. Und man macht diese Turns zusammen, wir machen es alle freiwillig und dementsprechend schauen wir alle, dass es dem anderen irgendwo auch gut geht und wir füreinander hier das so machen, dass wir alle Spaß daran haben. Und diese Gemeinschaft macht es einfach extrem cool, hier auf dem Schiff zu sein. Ja, ich habe auf jeden Fall was Neues gelernt, dadurch, dass Ralf eben auch relativ erfahren ist, eine eigene Kochschule hat und dadurch konnte er mir auch natürlich einiges beibringen oder zeigen, wie man halt verschiedene Sachen nochmal macht, zum Beispiel das Pulled Pork. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen ins Restaurant und so einfach dieses Miteinander zu arbeiten und sich selbst die Gedanken zu machen, was essen wir, wie viel brauchen wir, wovon brauchen wir was, um da einfach auch diese Planung zu haben. Also ich plane fest damit, beim nächsten Klasse-Flowturn wieder mitzufahren.